Tja, Hallöchen, moin moin, Servus, liebe Freunde von Siedler 4 will ich mal sagen, die mir geschrieben haben aufgrund der Tatsache, dass ich in dem letzten Clip unten eine Bemerkung geschrieben habe, das wird der letzte Clip von Siedler 4 sein, weil das Feedback, die Rückkopplung oder was auch immer, wie man so schön sagt, nicht so pralle war, wie ich mir das vorstelle, wenn man so Clips macht. Was ja auch nicht schlimm ist, weil man macht ja einen Clip in erster Linie mal für sich selber. Aber wie gesagt, da ich das nachspreche, nachvertune und nochmal gucke, wie schreibst du das, welche Musik setzt du ein und so ein Firlefanz, alles drum und dran, spielst du trotzdem so ein Game anders, als du spielen würdest, wenn du das ohne Kameraeinstellung spielst. So, ihr werdet sehen, ich spiele das jetzt nochmal ganz von vorne, nur in der Heavy-Version. Das heißt also, hier die Leute, die den anderen Clip oder die anderen Clips gesehen haben, werden feststellen, das erfolgt hier ein bisschen anders. Ich hau das auch richtig zusammen. Das heißt also, hier spiele ich extrem zügig, so wie ich auch, wenn ich mal Siedler spiele, was ich ja ab und zu mal mache, oder andere Games spiele, extrem zügig spiele, ohne Übertreibung. Ich meine, ich spiele schon Siedler ziemlich lange und weiß ungefähr, wo es drauf ankommt. Also hier wird jetzt alles in relativem Zeitraffer gespielt, ohne den Zeitraffer einzustellen. Das kannst du nämlich auch. Die Leute, die das nicht kennen und wissen, es gibt so kleine Cheats, das heißt nicht unbedingt, dass man dann gewinnt, aber man kann, wenn so ein Spiel so lange dauert oder tierisch lange Wege zurückzulegen sind, kann man das einstellen, sodass die Laufgeschwindigkeiten der Figürchen, die hier rumlaufen, also spielst du mit Römern oder mit Wikingern oder was auch immer, laufen die um 2, 3, 4, 5-fache schneller und das geht. Wenn einer das wissen will, wie es geht, schreibt mir eine Mail. Ich erkläre ihm das mit den Einstellungen. Kann man aber auch nachlesen, wer es kennt. Okay, macht's nicht. Vielleicht, weil es dann ein bisschen vom Spiel verliert, wenn man sagt, okay, das kannst du ja dann ganz vergessen. Das verliert so ein bisschen seinen Charme, das Spiel. Deswegen spiele ich auch ohne irgendwelche dummen Einstellungen am liebsten. Also, nochmal. Hier habe ich jetzt die Spielvariante gewählt. Schwer. Und erhoffe mir, dass das Spiel nicht langweilig ist. Was ich ja jetzt nicht weiß. Also das kann natürlich sein, dass es genauso langweilig ist wie das andere, aber ich hoffe zumindest, dass es, ich sag mal, einigermaßen spaßig ist. Also man könnte auch sagen, spannend wird. Das heißt, hier stehen also nach wie vor diese, ich sag mal, gelben, starken Krieger herum. Im Endeffekt beschützen die uns irgendwie, das heißt vor dem Grünen, der kann also nicht hier reinlaufen, weil wenn der Grüne hier reinlaufen würde, dann wäre relativ schnell, relativ zügig wären wir kaputt. Das heißt, mit unseren paar Türmchen, die kleinen Türmchen, mit unseren, ich sag mal, paar Leuten, die wir da haben, außer, ich sag mal, diese Rampe, die ja schon besteht aus, was weiß ich, 7, 8 Türmen oder mehr, die hält natürlich ein bisschen was auf, aber in Wirklichkeit, wenn der da mit 200 starken S3 Kriegern reinkommt, Schwertkriegern, dann macht er uns platt. Baff. So, also, gegenüber dem anderen Clip ist nichts anders, sage ich ganz ehrlich. Also, das heißt also, wir müssen hier aufbauen, wir müssen gucken, dass es funktioniert. Erstens wird erstmal dieser Tempel gebaut, sodass wir also diesen diesen Ring da, ihr seht es hier, da schmelzen können, auflösen können, sodass ohne Probleme die Leute da die gegnerischen rauslaufen können und den großen Turm einnehmen. Wenn die den großen Turm eingenommen haben, werden wir wieder mit unseren verbleibenden paar Leutchen dahin latschen und werden den Turm auch wieder einnehmen, sodass uns das Land, ja, gehört. Also ihr kennt das aus den vorhergehenden Clips und im Endeffekt passiert hier nichts anderes. Und das nur extrem zügig, ohne nochmal alles erklären zu müssen, weil da habe ich jetzt echt keine Lust zu. Und wie gesagt, guckt euch das an. Ich hoffe, dass die Einstellung von Paul, und Leute, ich weiß es nicht, so ist, dass man wirklich hier ein interessantes Game hat. Wenn es so vor sich hinduschelt und du kannst ihn ganz locker eingreifen und einnehmen nachher, ist es kein Game, was ich gerne spiele, das sage ich ganz ehrlich. Ich werde es mal hier vorne mit meinem Priester das da aufmachen. Dieses schöne unfruchtbare Land. Wuff. Und mit dem Priester schnell abhauen. Mal gucken, oder ich kriege ihn hier gerettet. Natürlich müssen wir jetzt Folgendes machen. Wir müssen hier die Türme schnell wegmachen. Nämlich in dem Moment, wo der Gelbe, der ja da eingefangen war bisher, da rausläuft, könnte er natürlich uns die Türme zerstören. Und gleichzeitig
das gehörte zum Spiel, dieses Land einnehmen. Und das wollen wir natürlich nicht. So, und dann schnell gucken, welche Leute hier rumtanzen, rumlaufen, rumstehen und diese in Sicherheit bringen. Vor den gelben Horden, die jetzt gleich hier den, ich sag mal, größeren Turm, den großen Turm da eingenommen haben. Und dann wahrscheinlich zu den anderen stoßen werden, die da vorne stehen. Vielleicht gehen sie auch weiter. Ich gehe aber davon aus, dass die den Grünen angreifen. Und dadurch, dass sie den Grünen angreifen, wird der Grüne dann wieder den Gelben angreifen. Das ist immer so ein gegenseitiges Hoch und Runter. Das heißt, tschuff, jetzt ist es passiert. Guck mal, jetzt seht ihr, da in unserem Gebiet ist ein Teil nicht mehr zu sehen. Das heißt, das wurde von dem Gelben eingenommen. Beziehungsweise der Gelbe hat ja, den Turm eingenommen, den wir hier drin haben. Egal. Weg ist es. Tja, ich werde jetzt gleich mehrmals auch dann F12-Taste mit bemühen. Die Soldatchen, die schicken wir mal hier hin. Hier müsste relativ nur noch einer in dem Turm drin sein, der da eingenommen worden ist. Und wir werden unsere Soldaten reinschieben, damit so schnell wie möglich hier unser Aufbau bezüglich der Verteidigung läuft. Nämlich wenn, ich sag mal, der berühmte Grüne hier angreifen, jetzt ganz schnell auch die Türme bauen. Nämlich wenn, nochmal zurückzukommen, also wenn der Grüne da angreift, dann haben wir die berühmte A-Karte und werden dann auch den ersten Angriff, der mit Sicherheit mit 200-300 Leuten geführt wird, dann nicht überstehen. Hoffen wir mal, dass das ein bisschen lebhafter als, bin ich mal charmant, ist, als das bei der beim ersten Spiel war. Haben wir ja im Endeffekt dasselbe gemacht. Also was habe ich gemacht? Ich habe hier auch die Türme aufgebaut, habe das eingenommen, jups, schon passiert, den Turm wieder abgerissen, weil es ist unnötig, dass so ein Turm steht, was machen wir mit dem? Und blockiert uns nur, wir müssen ja später dann den Ausbau der Siedlung auch betreiben, das heißt also Nahrungsmittel und Förderfahrens und Häuser und Minen und Schmelzwerkstätten, das heißt also eine Eisenschmiede, eine Waffenschmiede, eine Goldschmiede und so weiter. Also wir haben eine ganze Menge vor uns. Tja, jetzt sehen wir schön zu, wie der Gelbe, das berühmte Federvieh, sage ich immer, wenn ich die sehe, darunter läuft. Und mittlerweile haben wir folgendes: durch diesen Turm, den wir da eingenommen haben, haben wir relativ ordentlich was bekommen. Das heißt, fast 2000 Gold bedeutet im Endeffekt, wenn man Dreier Goldkrieger sieht, dann hätten wir hier bei 1800 immerhin, könnt ihr Kopf rechnen, geht es, 600 Krieger. 600 mal 3 sind 1800, also ordentliche Menge. Ne? Jetzt haben wir hier bei Schmelzen hin. Waffen wollen wir ja auch haben, die müssen wir ja auch noch bauen, dann Kohlemine. Funktioniert aber sich ganz gut, also die Map läuft relativ gut, natürlich bedingt dadurch, dass am Anfang hast du natürlich in der Einstellung schon, was hast du denn da, 300-400 Leute, ne? Also das hast du natürlich, wenn du so eine normale Map anfängst, ja nicht, da fängst du mit 15-20 Leute an und ich finde, das hat dann seinen Reiz. Also ich persönlich spiele lieber Map, wo der Gegner zwar kräftig ist, möglicherweise auch 10-mal stärker als ich oder 20 oder 100-mal stärker, aber wo ich mit List und Tücke versuchen muss, eben den irgendwann, vielleicht auch mit Einsatz von Schiffen und sonstige Sachen, das kannst du bei Siedler 4 natürlich schön machen, dann eben zu besiegen. Wenn es einfach so hoppla hopp geht und so leicht, ist das so eine Sache für sich und ich mag das nicht. Deswegen nochmal, ich wiederhole mich wahrscheinlich jetzt mehrmals, habe ich eben auch gesagt, okay, ich spiele hier nicht weiter, weil ich fand es irgendwann langweilig. Sollte dasselbe hier sein, dann hoffe ich, Leute, dass mir im Kommentar geschrieben wird, okay, Jan, du hast recht gehabt, die ist wirklich die Map langweilig und dann werde ich, wenn ihr es denn wirklich wollt, eine mal raussuchen, wo ich sage, die ist knifflig und die ist kaum zu packen. Und die könnte man dann auch spielen, die dann wahrscheinlich auch auf einer kleineren Seite, programmiert ist, editiert ist. Das heißt, es wird ja mit einem Map-Editor, wird ja so eine Map gestaltet. Ganz interessant, euch das mal anzugucken. Wenn ihr da Interesse habt, guckt euch das mal an, wie das funktioniert, die Landschaften, wie die gestaltet werden. Es geht relativ ratzfatz. Nur wie gesagt, ist trotzdem eine Menge Arbeit.
Ja, wir bewegen uns jetzt auf die, ich guck mal gerade, so 8-9 Minuten haben wir jetzt schon. Nee, Quatsch, über 10 Minuten läuft dieser Clip schon. Und das heißt also, passiert ist immer noch nicht viel. Der Grüne hat 600 Leute, der Gelbe hat 500 Leute. Also das Verhältnis ist relativ ausgeglichen, erstaunlicherweise. Ich frage mich dann wirklich, was da passiert, dass der Grüne auf einmal explosionsartig seine Krieger hier vertreibt, vervierfacht, verfünffacht. Also das ist irre. Das werden wahrscheinlich so eingestellt werden, dass in einer gewissen Zeit eben, ich sag mal, diese Produktion dieser Kasernen losgeht, oder? Was meint ihr? Also ihr könnt mir gerne antworten, wenn ihr Lust habt. Natürlich, jetzt geht's nicht, während der hier den Clip mache, dann könnt ihr nicht quatschen. Aber wie gesagt, wenn ihr da Lust habt, könnt ihr gerne in die Kommentare was reinschreiben. Würde mich über S4-Freaks dann freuen, die also sagen, oh ja, genau so, ja, und so funktioniert das und dies und jenes. Und hier gibt's auch nette Maps zum Downloaden. Wir spielen am liebsten das oder dies oder jenes. Also immer interessant ist zu wissen, was spielen die Leute eigentlich und warum spielen sie es. Ne? Habe ja in den 4 vorherigen Videos zu S4, die ich erstmalig hier mal gemacht habe. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal welche gemacht, die habe ich dann nur runtergeholt vom Channel, weil da hatte ich, weiß gar nicht, 200, 250 Leute, die sich die angeschaut haben, jedes Mal pro Folge. Aber irgendwann, sage ich ganz ehrlich, bekam ich keine Kommentare mehr zu den Clips. Das heißt, die Leute... Wir hatten in dem einen Channel, hatten wir glaube ich so um die auch 200, 250 Abonnenten und da hat dann keiner mehr irgendwas dazu geschrieben, wobei ich dann gesagt habe, okay Leute, also wenn wir jetzt hier zu unseren Clips da keine Reaktion mehr bekommen, trotz der Abos und trotz der Zugriffe, dann werden wir die Clips nicht mehr machen. Das hat dann auch keinen mehr gestört, wahrscheinlich weil das Spiel dann zu langweilig wurde. Ich weiß es nicht, es kann natürlich sein, dass das, und das ist ja schon Jahre her, das sind jetzt ungefähr ne, 5 Jahre, dass das sich geändert hat, dass also viele eigentlich so Retro-Spiele wie S4 wieder entdecken für sich und sagen, okay, also ich mache jetzt gerade F12, sieht er ja, mache das mehrmals, die sich das für sich entdecken und sagen, oh, ist eigentlich ein geiles Spiel gewesen, wenn man das überlegt, was für Möglichkeiten du mit dem Spiel hast, also was du da einstellen kannst, ist einfach genial. Also. Nochmal, die Leute, die es noch nicht wissen, die es noch nicht kennen, ich wiederhole mal ganz kurz. Man kann auf einschlägigen Webseiten umsonst, und ich schreibe hier unten rein dann, sich Maps downloaden. Die Leute, die Mapper, die das machen, die freuen sich über Kommentare von euch, über Dankes und alles drum und dran. Aber es kostet nichts, es kostet null, nothing. Das heißt also, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Community da beizutreten und dann ab und zu mal was zu schreiben, weil einfach nur was runterladen ohne einen Kommentar finde ich auch scheiße hoch 3. Also das sagt man wenigstens Danke. Man weiß ja nie, wie die Leute sind. Man hat ja, also ich persönlich habe mit denen keinen Kontakt gehabt, weder telefonisch noch sonst was. Da schreibst du mal eine nette Mail oder was auch immer in die Kommentare rein, schreibst also vielen Dank dafür. Oder du hast eine Frage. Es gibt Maps dabei, die so brutal hart zu spielen sind. Da komme ich ohne Tipp von denen gar nicht klar. Also die gibt es auch. Hier, die scheint nicht dazu zu gehören. Die scheint mehr so eine Map zu sein, wo du doch einen übermächtigen Gegner hast, der in der Lage ist, nach deiner Spielstärke sich zu richten oder nach der Einstellung. Das heißt, hast du hier 500 Krieger, hat er 1000, hast du 1500, hast du 2000. Das scheint mir fast so der Fall zu sein. Ob es dann wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Na, jetzt geht gleich der zweite Teil dieses Videos weiter und dann werde ich auch dann weiter mit euch gucken und besprechen. Tja, und weiter geht's mit der Aufnahme. Das heißt, ihr seht, was ich auch sehe. Das heißt, also wir sind hier am Aufbauen. Es passiert nichts. Aber es wird schon was passieren. Also ist ja nicht so, dass da nichts passiert. Aber wie gesagt, es ist natürlich im Laufe der Zeit, wenn man diese Karten hier spielt, kann es schon mal sein, dass es eben, müssen nicht übertreiben, aber dann wirklich langweilig wird. Okay, also hoffen wir, dass es hier ein bisschen schwerer wird. Zwischenzeitlich hat man natürlich die Möglichkeit, im Laufe des Spiels sich ganz einfach irgendeinen netten YouTube-Clip anzugucken. Das mache ich dann auch mal ab und zu und lasse das Spiel dann weiterlaufen. Und es gibt im Moment ein paar ganz interessante Clips, wo ich mich dann totgelacht habe. Und den einen oder anderen will ich euch auch mal gerade hier drin zeigen, okay? Komplett verrückt. Erst löscht Melina aus Versehen
für kurze Zeit ihren Kanal, dann bekommt sie ihn wieder und auf einmal sind all ihre 500.000 Abonnenten weg. Bisher konnten die Abonnenten von YouTube nicht wiederhergestellt werden. YouTube ist aber noch dabei, den Fehler zu finden und zu erfahren, woran es liegt, dass diese Abonnenten überhaupt verloren gegangen sind. Ob und wann die Abonnenten zurückkommen, weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Allerdings hat Melina so einen krassen Abo-Zuwachs, dass sie jetzt schon wieder weit über 100.000 neue Abonnenten hat. Alle Abonnenten zu verlieren ist für einen YouTuber natürlich ultra krass, aber die gute Melina geht ziemlich sicher damit um. Ich glaube, die haben irgendwie so 28. Dezember mit 1. April verwechselt oder so. Ich weiß nicht, was bei denen schiefgelaufen ist. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich ja vor ein paar Tagen aus Versehen meinen Kanal für ein paar Stunden gelöscht habe, für die, die es nicht mitbekommen haben. Da hatte ich danach noch alle Abos. Da stand dann noch die 500.000 und dann auf einmal... So einen Tag später so null. What? Wenn ihr euch also wundern solltet, dass ihr schon ewig kein Video mehr gesehen habt von ihr in der Abo-Box, dann geht doch einfach mal auf ihren Kanal und guckt, ob ihr sie noch abonniert habt. Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Auch dieses Jahr hat der gute Gronky Bonky wieder einen letzten Rutsch rausgebracht, indem er uns in seine Minecraft-Welt entführt hat. Tja, die Welt ist voller Verrückten. Also wie gesagt, diesen Channel, den habe ich abonniert und der ist geil, weil er ziemlich krass und auch die Sachen auf den Punkt bringt. Also ich finde es immer gut, wenn jemand da so unverblümt die Wahrheit sagt und einfach das auch dann im Endeffekt gut argumentiert und die richtigen Worte findet, was weiß ich, schlag mich tot. Also ich fand's geil. Wie gesagt, kann man so blöde sein, mal ganz ehrlich, ich habe es auch in die Kommentare da irgendwo auf dem Channel geschrieben, seinen eigenen Kanal zu löschen. Also das Einzige, was ich geschrieben habe, ich habe gesagt, okay, also wie, weil einer hat dann gefragt, wie lösche ich meinen eigenen Channel? Da habe ich als Antwort gegeben, mach Folgendes. Such einfach die Taste, wo Delete drauf steht, also Löschen drauf steht. Nimm den Finger, lege den Finger auf diese Taste, schließe die Augen und drücke die Taste. Und wenn du die Augen wieder öffnest, ist der Channel gelöscht. Aber wie gesagt, es gibt, also ihr merkt ja schon, also ich verarsche ja selber. Also es gibt wirklich Fragen, die unbeantwortet werden sollten. Das heißt also, weil die zu blöde sind. Also es gibt Leute, die reden, die fragen eine Scheiße da, wo ich mich sage, also was soll das eigentlich oder wie alt sind die? Okay, hier ist es jetzt auch so, ich quatsch mir den Hintern blutig so ungefähr, weil es langweilig ist ohne Ende. Das heißt also, in der Aufbauphase, die wir natürlich, weil es ist deswegen langweilig, weil wir schon mal gespielt haben. Und da passiert natürlich gar nichts. Und nochmal, liebe Abonnenten, die sich dies hier angucken, und vielleicht bisher auch noch nicht so viel geschrieben habe. Also, wie gesagt, vielleicht haben wir auch eine Map ausgesucht. Vielleicht habe ich, nicht ihr, eine Map ausgesucht, die wirklich auch im schweren Modus, ich sag mal, so langweilig ist, dass man sie nicht spielen kann. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, wir probieren es mal weiter. Gucken, was passiert. Und ihr sagt mir ganz einfach, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, was ihr davon haltet. In der Zwischenzeit könnte ich natürlich sagen, okay, mache ich noch einen Clip hier rein und mache dann Werbung für andere YouTube-Channels, was natürlich gar kein Problem wäre, das so machen. Nur eben Maxi sagt, ich soll es einfach sein lassen. Ich sollte einfach diesen Clip hier nett kommentieren und produzieren. Und ich höre ja ab und zu offenbar auf Maxi. Ne? Also Maxi, hallo, bist du da? Ja. Ah ja. Ja, muss ein bisschen lauter reden, weil das Mikrofon ist ziemlich weit weg von dir. Und Bibi, du hast ja auch mal Siedler 4 gespielt. Wie ist das eigentlich, das Spiel? Findest du das gut oder was? Also, das ist ein sehr heftiges Strategiespiel. Für mich wäre es ehrlich gesagt nichts, aber für dich schon. Ja, wieso ist das für dich nicht? Also, es gibt ja Einstellungen, die so langweilig sind wie hier auch. Hier baust du und baust du und baust du und passieren tut nichts. Die rennen wie die Bekloppten da rum. Da fragst du dich, okay, was machen die eigentlich? Ja, schon, ne? Oder? Ja, aber ich meinte das so, ich spiele häufig eher so Aufbauspiele, wo man wirklich selbst was bauen kann, weil hier sind die Häuser ja schon alle so vorgegeben. Welche Spiele bist du im Moment am Spielen? Welches Minecraft Spiel? Reassembly gibt es bei Steam zum Beispiel unter Early Access. Ah, okay. Immer noch, schon seit einem Jahr oder zwei Jahren. Ach so, okay. Und dann noch eben so klassische, wie soll ich sagen, Ego-Shooter-Spiele. Okay, aber im Endeffekt hast du doch letztes Mal so ein Raumschiff-Spiel, glaube ich, ja, zu Weihnachten bekommen. Ach, das ist das. Mhm. Also wurde so Raumschiff zusammenbauen kann. Ganz genau. Okay, also Siedler 4 ist natürlich auch ein Spiel, das ziemlich alt ist, das darf man nicht vergessen. Und danke für deinen Kommentar. Dankeschön, Maximilian. Ja, tschüss. Ja, Max, sei jetzt so doof. Lustig. Also wie gesagt, ich spiele das hier weiter. Mittlerweile bewegen wir uns auf die Zeit
von knapp 20 Minuten für den Clip. Das heißt, hätte ich nicht ab und zu mal die F12-Taste gedrückt. Ihr könnt es natürlich auch einfach machen, ihr lasst einfach ein bisschen schneller vorlaufen, das Ding. Oder klickt nach vorne, sodass er also diese, ich sag mal, Phase, wo hier eigentlich gar nichts passiert, eben, ja, es ist so, Maxi, dann einfach vorlaufen lasst. Ne? Aber ich kann es jetzt nicht, ich kann nicht einfach ohne irgendwas zu produzieren oder was zu bauen natürlich das vorlaufen lassen, dann funktioniert dieses ganze Spiel zum Schluss dann auch nicht mehr. Also werde ich jetzt hier notgedrungen, sage ich mal, und euch nerven und immer wieder dasselbe sagen, nochmal dasselbe aufbauen. Ne? Und hoffe dann, dass ihr schreibt, also Jan, es reicht, die Map musst du wirklich nicht zu Ende spielen. Wie gesagt, derjenige, der dann sagt, okay, ich soll die Map zu Ende spielen, der überweist mir bitte auf mein Konto 4711 bei der Kölner Sparkasse am Kölner Dom, 5. Stockwerk, 7. Etage, bei dem Küster 5-mal klingeln und sagen, okay, hätte gern Jan gesprochen, 1000 Euro. Ne? Also das ist gar kein Problem, dann werde ich natürlich auch die Clips weiterführen und ich sag mal, je nachdem wie viel überwiesen wird, also jetzt bleiben wir beim Spiel, okay, ich mache jetzt Folgendes, ich werde jetzt hier Burgen aufbauen, weil ganz ehrlich jetzt mal und wieder, ja, im Klartext gesprochen, ich weiß nämlich nicht, wie stark der Gegner wirklich sein wird irgendwann, weil ich habe das Gefühl, der rüstet sich auf, wird wahrscheinlich erst den anderen platt machen und sich dann auf mich konzentrieren. Und deswegen sollte ich auf jeden Fall, wenn es ja passieren kann, dass es doch noch spannend wird mit dem Game hier. Oder mit dieser Map. Mit dem Game nicht. Das Game ist klasse. Siedler 4 ist klasse. Aber wie gesagt, sollte ich natürlich hier auch dann eben die Burgen und so weiter und den Ausbau betreiben, was ich ja tue. Ihr seht hier, ich mache hier schön Folgendes, dass man hier natürlich nachher die Eisenminen und Kohleminen und Goldminen und so weiter ausbaut. Hier im Endeffekt werden wir Steine generieren und müssen noch gucken, gleichzeitig mit F12. Ihr seht es, jetzt war gerade die Taste F12, jetzt wieder die F12. Das stockt dann in dem Moment das Spiel. Ich mache es extra deswegen, damit das wirklich bis nach vorne geht, weil die rennen wirklich wie die Bekloppten hier an dem Eingang nur vorbei. Und hier machen wir wieder unser berühmtes Spinnenäugchen, sodass man also jetzt unten in dem linken Fenster schön, da kommen Leute, gucken kann, was da passiert. Und tja, und die rennen auch wieder nur vorbei. Das ist super, okay. Also, einen Angriff kann man das nicht nennen, oder? Jetzt mal ernsthaft. Kann man das eine Attacke nennen? Also wenn ich angreife, Leute, da reiße ich euch dermaßen den Hintern auf, dass ihr wirklich da alles verlieren könnt, was ihr so habt. Ich werde jetzt also alle Leute mal zurückziehen hier und werde mal Burgen bauen, die ein bisschen versetzt, sodass wenn die wirklich angreifen, die, ja, ich sag mal, gar keine Chance haben. Man muss immer gucken, wie baue ich die am besten, in welche Linie ungefähr setze ich die, damit ich noch mehrere daneben setzen kann. Habe ich vielleicht eine Doppeldeckung, ne? Das ist auch ganz wichtig bei dem Platzieren von solchen Burgen oder ich sag mal Türmen, auch kleine Türme. Ich habe mal ganz geil, fand ich mal, ich habe so eine kleine süße Map mal gespielt. Da war es so, da habe ich mit, ich weiß gar nicht, mit 20 Minitürmen, also mit so kleinen Türmen, habe ich eben eine ziemlich große Armee abgewehrt. Und es hat einfach nur Spaß gemacht. Es wurde bei jedem Angriff, wurde bis fast ein oder zwei Türme, wurde jedes Mal alles zerstört. Jetzt wieder F12-Taste. Und habe trotzdem es wieder geschafft, so viele Soldaten hier zu produzieren. Und Krieger, die dann wieder in die Türme hineingingen, die haben die wieder erobert und haben dann wieder gemacht. Also seht, ich labere mir einen von der Kiste, damit das hier ein bisschen spannend wird. Was man natürlich nicht vergessen darf beim Aufbau einer Map, wer es noch nicht gesehen hat, Nahrungsmittelproduktion. Ne? Also Schafzucht und sonstige Sachen müssen gemacht werden, sonst irgendwann streiken die Minenarbeiter. Das heißt also, da kommt nichts mehr. Wenn nicht genug Brot da ist, genug Fleisch da ist und genug Fisch da ist, das müsste alles irgendwie produzieren, dann läuft hier nichts mehr. Genauso, wenn ihr keine Leute mehr habt, also das heißt also keine Häuser hier baut, sodass Unterkünfte vorhanden sind, dann habt ihr auch die Karte gezogen, dass nicht mehr funktioniert, okay? Man schreibt das ja 4233, das heißt also, wenn ich die Zeit hier ablese, haben wir 24 Minuten, 36 Sekunden und na, das geht so schnell, die Millisekunden, die Zehntel und Hundertstel Sekunden rasen hier vor sich hingespielt und nähern uns langsam dem
Zeitpunkt, wo wir ungefähr gleich, ja, außer den Zielobjekten, die Zielobjekte, genau, die hatte ich bei der anderen Map, da kommen welche angelaufen, die Zielobjekte habe ich bei der anderen, also leicht zu spielenden Map ja hier vorne platziert gehabt, also in diesem Bereich hier, und das mache ich jetzt nicht, das heißt also, die werde ich später da platzieren, und mal gucken. Vielleicht greifen wir dann mit so 200 Leuten oder 250, 300 Leuten mal den Grünen an, um zu gucken, was da eben passiert. Naja, trinken wir einen Schluck Kaffee und gucken wir mal zu, was da ist. Aber es tut sich eben nicht viel, ne? Hallo Leute, bin wieder da. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen kaputt. Ja, du hast dich jetzt angehört, als wärst du ein kleines Mädchen. Und Hallo, ich bin wieder da. Guck mal, da kommen die Grünen angelatschen. Also wie gesagt, ich habe den gerade hier bei dem YouTube-Clip hier erklärt. Ja. Bei Siedler 4. Ich habe ja schon mal diese Map schon mal gespielt im leichten Modus. Hast ja, glaube ich, mit. Oder die Map. So, und also es geht darum, dass im Endeffekt mir das zu langweilig erschien und deswegen gesagt habe, muss nicht unbedingt weitergespielt werden, sondern ich mach dann eben den Clip, die Clips nicht mehr. So, dann hat einer geschrieben, okay, wäre ja schön, wenn du da wenigstens zu Ende spielen würdest. Und dann habe ich gesagt, okay, kann ich verstehen, alles drum und dran, aber dann im schweren Modus. Und schwerer Modus bedeutet, okay, der Gegner wird also doppelt oder zweimal so stark sein wie. Oh, da sieht man. Das war vorhin auch. Doppelt oder dreifach so stark sein, nicht doppelt und so. Zweifach ist dasselbe. Doppelt und zweifach, ne? So, aber wie gesagt, ich merke im Moment nicht, dass unbedingt jetzt da so unheimlich viele Änderungen sind gegenüber der leichteren Einstellung. Ich weiß es nicht, der Paula hat ja diese Map gemacht, also das ist so ein Mapper auf der Website da, und der stellt die ja zur Verfügung, also der uploadet die und du kannst sie dann downloaden, es kostet nichts, also die ganzen Spiele, das weißt du auch von früher, Maxi, ja, sind umsonst, also das hast du ja sonst bei Spielen nicht, ja, weil du musst ja Kohle für bezahlen. Ja, ganz viel Kohle. Ja, ist zum Teil sau teuer. Was kostet bei, also das darfst du ja nicht spielen in deinem Alter, aber wie heißt dieses eine Spiel, was Papa spielt, Assassins? Assassin's Creed. Unfair. Voll unfair. Ja, das darf man ab 18 oder ab 16, weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich gucken, ist doch shit egal. Auf jeden Fall darfst du es dann erst spielen. Unfair. Ist es unfair, ja. So, aber da ist es so, wenn du da irgendwelche Updates hast, die musst du bezahlen. Das stimmt. Das heißt also, hast du irgendeine Neuerung da, also Paris, Unterwelt oder was auch immer, was auch immer sich einfallen lassen, zahlst du für diesen Quatsch 20 Euro wieder extra. Das ist eine Sache im Moment, die da läuft, das ist total bescheuert, oder? Ja. Das heißt also, du hast für das Spiel schon mal 60 Euro abgedrückt. So, im Laufe der Zeit, wenn immer Updates kommen, da kostet diese Geschichte, was ist, was guckst du da so? Weil ich ja hin und her springe beim Spiel, oder? Ja, die ganze Zeit. Ja gut, das muss ich ja. Das heißt, das Siedler 4 musst du im Endeffekt alles im Blick haben. Und da ich im extrem schnell bin, mache ich einmal tschup, 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 tschup. Und okay, das reicht jetzt mal von mir. Okay. Spiel du mal schön weiter und ich, ja. Okay, also ich spiele dann weiter und viel Spaß. Wünsche ich dir auch. Tschüss, Maxi. Tschüss. Danke für deinen Besuch bei mir im Büro. Darfst jetzt in dein Büro gehen. Oh Gott. Tja, also, wir sehen, dass sich gar nicht viel tut. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, weil normalerweise bespreche ich die Clips ja ab und zu ein bisschen anders, in einer anderen Art. Es war auch ein bisschen lustig mal ab und zu, aber nicht so ganz so destruktiv, wie ich das im Moment mache, weil mich langweilt das wirklich zu Tode. Ich hoffe, ihr nutzt die Möglichkeit, ab einem gewissen Zeitpunkt bei Betrachten dieses Clips das Ding einfach vorlaufen zu lassen. Empfehle da bis zur 30. Minute oder länger das vorlaufen zu lassen, euch das nicht anzugucken, weil ich finde es eigentlich ja, einfach langweilig. Okay, es gehört zum Spiel dazu. Also derjenige, der sagt, also Jan, du hast einen an der Klatsche. Das Spiel ist ein Aufbaustrategiespiel. Ihr habt recht, Leute, ihr habt wirklich recht. Also, haha, Maxi, da lachst du noch hinten aus der Ecke an deinem Computer. So, es ist einfach so, dass es natürlich zum Spiel gehört, dass man schön systematisch Häuser baut, dass man Minen baut, dass man den Tieren zuschaut beim Essen, dass man, wenn die Tiere dann gegessen haben, dass man so schießt, damit man selber was zu essen hat und so weiter und so weiter. Dann lachst du, ja, ist doch wahr.
Wir machen nichts. Ein Bauer macht nichts anderes. Der guckt den Tieren, der sagt, oh, du liebes Schweinchen, na, wie geht's denn? Alles drum und dran. Und von drinnen ruft dann die Mama, ja, ich habe aber jetzt Lust auf einen Schweinesteak. Okay, dann sagt er, liebes Schweinchen, ich habe dich mal in den Kopf gestreichelt, aber ich habe dich geschlachtet. Also das ist einfach so, das ist der Lauf der Dinge. Und das heißt also, wie die Nahrungskette funktioniert, so funktioniert das eben auch. Und der Fuchs isst eben die Gänse oder was auch immer. Und wir essen das Schwein, den Fuchs essen wir nicht, den mögen wir nicht essen. Warum auch immer, warum isst man eigentlich keine Füchse? Die sind zu haarig, glaube ich, ne? Okay, Schluss jetzt. Schluss weiter. Also, es geht hier weiter. Bitte? Wieso man mich nicht isst? Keine Ahnung. Ich bin wahrscheinlich zu muskulös. Zu wenig dran an mir. Ne? Das kann natürlich auch sein. Okay, also, jetzt geht's hier mit dem Spiel weiter. Ehe der Max noch weitere dummen Kommentare von hinten da reinschmeißt. Und wollen wir einfach hier... So, ich baue also hier Burgen. Nochmal zurückzukommen, also das S4 ist eben Strategieaufbauspiel. Und das ist natürlich den ab und zu in einer bestimmten Phase einen bisschen langweilt, bleibt eben nicht aus. Ne? Ihr seht, ich reiße hier, ich sag mal so, ich reiße nicht alles kaputt, ich baue neu auf. Das heißt also, ich habe so ein bisschen die Kasernen zum Beispiel, je nachdem wo die stehen, finde ich das nicht gut, wie die da stehen, also mache ich sie woanders hin und finde das dann besser. Im Moment passiert ja nichts, der Gegner, der macht ja nichts und jetzt mache ich noch ein paar Lager hier hin, dass in die Lager kommen, also Gold und da kommen die Waffen und da kommen die Rüstungen rein und den Förderfanz. Und das heißt also, im Laufe dieses Spiels greife ich dann eben auf die Ressourcen, sprich also Waffen, Rüstungen und sonstige Sachen zurück. Und die dürfen nicht weit weg sein, also die sollten in der Nähe sein. Hier machen wir jetzt Folgendes, hier werden wir jetzt Werkzeuge hinlegen, außer Schippen, die machen wir da vorne hin. Und diese Werkzeuge werden von den Siedlern, die da rumlaufen, also freie Läufer da rum, die rasen jetzt. Jetzt könnt ihr das sehen, da laufen sie ohne Ende und schleppen also diese Werkzeuge, die hier kunterbunt auf der... Ja, Karte verteilt sind, schleppen die darin. Die jetzt links, die ihr gerade gesehen habt, die haben alle Schippen in der Hand und rennen eben vorne hin und tragen da die Schippen hin. So, hier machen wir noch eine schöne Holzfällerhütte hin, damit das auch mal weg ist. Und machen auch noch eine Sägedingsbums. Wie heißt das Ding? Sägedingsbums? Ne, Sägedingsbums heißt das nicht. Sägewerk, boy, Sägewerk. Ich hab's ganz vergessen, Sägewerk heißt das. Okay, also Sägedingsbums. Jetzt habe ich F12 gerade getan. Oh, guck mal, da kommen welche an. Aber ist natürlich auch schwach. Wie viel hat er? Boah, ey, 2000 Schlag mich tot Leute hat er. Und ja, es nützt mir nichts, dass ich boah, ey sagen muss, weil das ist wirklich so. Das ist absolut irre hier. Weil der Paula hat, ich müsste dem Paula einfach mal eine Nachricht schreiben auf dieser Website und frag den, wie er das eingestellt hat, damit also wirklich da, ich sag mal, 2500, dann auf einmal 3000, dann 3500, dann 4000, dann 4500 und ich bin bei 500, 600 Leuten hier, wie das dann sich ständig so erhöht. Wahrscheinlich ist das so eingestellt, dass in einer gewissen Zeit der Auswurf, dieser Auswurf, hört sich gut an, Auswurf könnte Husten sein, nee, aber diese Produktion von Kriegern dann auf einmal extrem explosionsartig dann startet. Ich habe keinen Schimmer, wie das dann ist. Tja, und weiter geht's. Holla die Waldfee, ich werde jetzt Folgendes tun, ich werde jetzt hier alle Krieger zusammenführen, an einem bestimmten Punkt leise sein, damit der Grüne das nicht so mitkriegt. Ne? Wir müssen jetzt ein bisschen leise sein und konzentriert. Also vorher war natürlich noch unheimlich Spaß angesagt, aber der Spaß endet jetzt. Mit F12 machen wir natürlich ein bisschen schneller. Das heißt, hier seht ihr, jetzt machen wir die Lager auch voll, damit hier Gold, Schwerter, Bogen und sonstiges Gedöns, ne, mehr geht ja nicht. Und Rüstung, ja, Rüstung, genau. Also kein Gedöns, sondern Rüstung hier platziert werden können, damit die Wege für die Leute nicht so weit sind. Und werden ohne Ende die produzieren. Ne? Ich hoffe, ich habe so eingestellt. Ja, habe ich gemacht, ja klar. So, da greifen die an. Wir werden denen gleich auch ihre Türme da abholen. Die werden wir angreifen. Und mal gucken, was dann passiert. Also ihr seht, die wuseln hier, die Weltmeister. Und ernsthaft, weiter mit der Map, wird es jetzt langsam ernst. Ernsthaft wird es jetzt langsam ernst. Ein super Deutsch. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, gefällt mir selber. Ich habe zwar nichts verstanden, was ich gesagt habe, aber ich fand es nicht schlecht.
Du auch nicht, Maxi? Hast nicht verstanden, was ich gesagt habe? Nö, also wie gesagt, muss man ja auch nicht. Wann mache ich ihn da jetzt? Hallo? Jan, kannst du mal antworten? Ja, kann ich, aber ich will nicht. Okay, also es ist... Ihr habt es gehört, also das ist das, wie sagt man, es gab mal so eine Spülmittelwerbung, ne? Da hat so eine Frau ihre Wäsche gewaschen und dann kam dann irgendein Geist und hat gesagt, hast du das Spülmittel oder den Weichspüler vergessen? Greife lieber zu Lenore, ah ne, das war greife lieber zu HB, das war Zigarettenwerbung. Ne, Zigarettenwerbung machen wir ja nicht mehr, also auch bei YouTube oder sowas dürfen wir es auch nicht machen. Und soweit leider nicht besser die Klappe, weil das darf man auch nicht. Da gab es so ein HB-Männchen, der ist hochgeflogen in dem Moment, wo es geärgert hat. Aber das ist 100 Jahre her. Und das ist auch nur, das habe ich irgendwo mal gesehen. Also lustig, absolut lustig. Hier geht es darum, dass wir unsere, ich sag mal, Burg- und Abwehrleutchen, da muss ich natürlich mal welche mehr reinstellen, in diese Burg, dass wir die jetzt so platzieren, dass wir gleich einen Eingriff machen, der dann ähnlich ist wie den, den wir schon mal gemacht haben. Was haben wir denn jetzt hier? 2000 und schlag mich tot. Also der wird ja immer mehr. Oder habe ich mich verlesen? Waren da 3000? Machen wir mal F12. Mal gucken, was passiert. Gar nichts. Wenn ihr euch gleich wundert, dass die Musik im Hintergrund sich ändert, ist mir folgender Lapsus passiert. Also ich habe was aufgenommen. Und habe irgendwas bei dieser Aufnahme, ich wollte es ja dann eben auch nicht löschen, weil das wäre ja Blödsinn gewesen, weil ich es nicht gespeichert hatte, habe da irgendwas vergessen an Musikeinstellungen zu ändern. Und da kam mir eine total bescheuerte andere Musik dazwischen, die sich in diesem Clip mit, ja ich weiß nicht wie, also eingespielt hat. Keine Ahnung, was ich da gemacht hatte, weil ich hier gleichzeitig so verschiedene Hintergrundprogramme laufen habe, wo ich was lade, was downloade, was ablade oder was auch immer. Und dementsprechend funktioniert auf einmal was nicht. Und ich denke, hallo, was ist denn das für ein Schrott? Also bin ich hingegangen und habe einmal original Soundthemen aus Siedler mir von meiner DVD, die ich hier habe, oder CD, in der CD ist es ja, runtergeladen. Und die habe ich auch gekauft. Im Endeffekt kann man sie auch mal zeigen. Und die gibt es bei YouTube ja überall zu laden. Ist ja nichts Neues. Und habe die jetzt dahinter gesetzt, damit die Musik so einigermaßen das Spiel begleitet. Ist jetzt nicht mehr die, die ihr jetzt im Moment hört. Also so ab, ich gucke mal so, in 3 Minuten geht es los, wo die Musik sich ändert. Ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem. Werde zum Schluss dieses Clips dann auch nochmal so einen extra Clip dahinter hängen, den ihr euch da zum Gemüte führen könnt. Also, wie gesagt, unsere Leute schicken wir jetzt einfach mal da hoch. Radadada, da. Wir kommen hoch und so weiter. Also beim Singen lasse ich einfach. Habe auch noch keinen Plattenvertrag gekriegt irgendwo. Also dass jemand gesagt hat, okay, also Jan singt so stark. Den müssen wir unbedingt also einen Plattenvertrag anbieten. Also das ist noch nicht passiert. Also werde ich wahrscheinlich meine Sangeskünste hier in YouTube mal ein bisschen einstellen müssen. Oder, Max? Aber du kannst schön singen, oder? Vergiss es! Du kannst auch schön Piano spielen, das geht auch schon einigermaßen. So, mit einem Finger suchst du die Tasten zwar, aber das geht schon, ne? So, okay, jetzt konzentriert hier bei der Sache. Leute, jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt wird hier angegriffen. Ne? Ja, ich greife an. Guck hier, das sind kleine Rote, die kämpfen gegen kleine Grüne. Das heißt also, man könnte auch politisch sagen, die SPD greift die Grünen an. Ne? Also das sind die Roten, die aus Roten sind die SPD. Aber wie gesagt, da ich ja Partei, sag mal, überparteilich bin, das heißt also eigentlich, ja. Ja, wer hat schon eine eigene Partei? Also wie gesagt, nein, Partei habe ich meine roten Römer rum. Läuft der denn nicht zurück hier, der Kleine? Hallo, Kleiner! Hey, der Zwerg unten, seht ihr den links? Der geht jetzt einfach zurück. Habe ich ihn da eingestellt. Den hole ich jetzt noch. Klopp. Und du wirst mitkämpfen, hallo? Das geht ja gar nicht anders. Nicht Angst, der hat... Ich nehme mal an, dass der Kleine Schiss gehabt hat. Der hat wahrscheinlich Angst gekriegt. Und denkt, scheiße, da sind so viele Grüne unterwegs. Ich renne einfach wieder zurück. Kann sein. Keine Ahnung. Oder? Was meint ihr? So, den Turm, wenn wir den jetzt hier eingenommen haben, dauert ein bisschen. Reißen wir den auch ab. Ja, geht. Buff geht nach einer gewissen Zeit erst. Und zwar in dem Moment, wo nicht mehr viele Gegner in der Nähe sind. Wenn zu viele Gegner in der Nähe sind, kannst du natürlich den Turm nicht abreißen. Das ist immer gefährlich, wenn du irgendwas selber gebaut hast und denkst, oh Gott, ich baue jetzt weiter.
nehme also Gebiete ein, wenn ich den Turm da baue, und vergisst den Turm zu beseitigen. Dann nimmt der Gegner diesen Turm ein und hat schlagartig deinen Bereich auch eingenommen. Also schön aufpassen und nichts vergessen. Das Problem ist, dass, also das Problem, der Reiz dieses Spiels ist nach wie vor, dass es unheimlich kompliziert ist. Wenn man gegen einen mächtigen Gegner spielt, spielt man so Larifari, einfach nur so ein bisschen Aufbau. Okay, da passiert natürlich nichts. Aber wenn du wirklich brutale, harte Gegner hast, die auch, wie jetzt hier in dem Fall, übermächtig sind, wir haben jetzt nur Glück im Endeffekt, dass hier wenig angegriffen wird von dem, oder der greift man mit 150 Leuten an. Ja gut, das ist natürlich, da kommen jetzt wieder so viele, genauso viele wie in dem Moment, wo ich den Clip am Anfang gestoppt hatte. Guck mal, was passiert. Hä? Tja, weiter geht's im Spiel. Und wir werden gleich, um die Zeit ein bisschen abzukürzen, werde ich so einen Zeitsprung machen. Der passiert jetzt. Und weil die Grünen, die da oben eben waren, sind einfach vorbeigelaufen. Vor 5 Minuten, Max. Der Max lacht sich im Hintergrund total kaputt, weil ich habe eben schon mal den Clip hier soweit gemacht und abgespeichert. Hab dann weiter gequatscht ohne Ende. Nur habe ich gar nicht gemerkt, dass mein Mikrofon zu war. Max. Vollpanne. Vollpanne. Okay, man hat noch nicht mal gehört, dass du genießt hast. Gott sei Dank. Ja, also so heftig hast du ja auch nicht genießt. Ah ja, okay. Okay. Willst du noch irgendwas sagen, bevor ich jetzt deinen Bürosessel da hochschieße? Nö. Du hast die letzten Worte von dir. Erzähl mal. Was Lustiges. Fällt dir nichts Lustiges ein? Nö. Gut, super, also nö. Okay, also der Grüne, der macht nichts anderes, als hier hoch und runter zu latschen. Und wie gesagt, wir werden jetzt einfach Folgendes machen, das habe ich eben schon mal erzählt. Und das ist in die temporäre Zeit wahrscheinlich im Jahre 3750 gelaufen. Natürlich nicht hier zu der Zeit, wo die Siedler, die Römer, unsere Welt besiedelten. Wie heißt der? Besiedelten? Oder besiedelten? Achso, besiedelten. Oder besudelten. Besudelten! Also scheint es so übergeben. Aber gut, da gab es noch keine McDonalds-Filialen und so weit konnten sie nicht besudeln. Okay. Ja, also McDonalds war klasse. Das hat gestern super, ne? Also außer der Bedienung, die waren irre bescheuert, oder? Die konnten nicht mal geradeaus gehen. Ansonsten waren die Sachen, die wir da gekauft haben, mal lecker, ne? Und ab und zu McDonalds ist ja auch nichts Schlimmes dran. Wenn man ein bisschen Sport macht, dann nimmt man auch an den Rippen nichts zu. So, jetzt geht's hier weiter im Text bei allem Laberababer. Und nochmal zurückzukommen. Also, wie gesagt, ich werde meine Truppen hier vorne an dem Bereich, wo die dauernd die Grünen hin und her latschen, werde ich da platzieren und werde damit dann oben in das Land einfallen. Das hatte ich bei der Map Nummer 4 im leichten Modus auch schon mal gemacht. Werde jetzt die Siedler auf 300 bringen. Das reicht eigentlich aus. In der Maximalstufe werde ich 400 Läufer, ich sag mal, ja, Arbeiter oder was auch immer haben, die also da rumherlatschen. Und werde jetzt hier ein bisschen Ordnung schaffen. Da oben stehen unsere Leute. Was stehen die denn da? Die sollen ja nicht da stehen. Die müssen hier hin. Und welche da noch verlaufen. Man muss immer aufpassen, wo man die jetzt hinklickt mit der Maus. Man markiert die ja mit der Maus und setzt die dann irgendwo hin. Also zumindest der Zielpunkt, den setzt man irgendwo und dann laufen die dann dahin. Wenn du Glück hast. Nee, machen die immer. Interessant ist wirklich, dass auch dieses Game, und das mache jetzt, ich krieg kein Geld dafür, wenn ich jetzt hier S4 Werbung mache. Also gar nicht, ob die nochmal neu produzieren, aber ich glaube schon. Ist so, dass das so gut wie absturzfrei ist. Hast du natürlich eine Map, die extrem 10.000 Leute da hin und her schicken, dann ruckelt die Geschichte auch bei einer super Grafikkarte, nehme ich mal stark an. Bei mir ruckelt zwar nichts, aber wie gesagt, also bei meinem Computer, Entschuldigung, bei mir ruckelt schon mal ab und zu mal was. Das ist dann der Nacken oder was auch immer, wenn man zu viel hier vor dem Mikrofon sitzt. Ne? Da kann einem schon mal der Nacken wehtun. Also generell gilt es natürlich, wenn man am Computer sitzt, sich öfter mal zu bewegen, aufzustehen, rauszugehen, sich vielleicht, als Computertrick sollte man sich auf jeden Fall einen Hund anschaffen oder zwei, mit denen man Gassi gehen muss. Maxi, oder? Ja, das stimmt. Ne? Und, das richtig mit meiner.
Dafür stehst du mit deinem Namen. Ja gut, wir haben den Vorteil, wir haben eben einen ziemlich großen Bobtail. Ne? Mit dem müssen wir dann auch mal raus. Der Bobtail heißt Wilma. Also ihr entnehmt dem Namen schon, dass das ein Weibchen ist. Warum Wilma, fragt der eine oder andere jetzt. Warum Wilma? Warum könnte ich natürlich sagen, warum eigentlich wie Rudolf? Wieso nicht Rudolf? Ne, warum nicht Rudolf? Ja, weil es ein Mädchen ist. Also du heißt ja Maximilian, du heißt ja auch nicht Vera oder was auch immer. Ne? Also ich sag mal, wäre natürlich total bescheuert. So, jetzt wollen wir hier weitergehen und die Leute werde ich ein bisschen verteilen hier unten zwischen die Burgen stellen, weil zu jetzigen Zeitpunkt weiß ich jetzt nicht in dieser Phase, der, es soll ja schwer sein, habe ich zumindest angeklickt, ob der schlagartig hier mit 2000, kommt er jetzt, kommt er nicht, nee, mit 2000 Leuten hier angreift oder nicht. Weil wenn das passiert, muss ich schon ein bisschen gucken, ich weiß auch nicht in der schweren Phase, ob er in der Lage ist, eben die Zaubersprüche, ja, bist du schon in Harry Potter. Das ist ein bisschen langweilig schon hier, Quatsch, oder? Das ist schon über fast eine, ja, anderthalb Stunde, wenn ich Maximilian bitte nicht singen. Also das, weil ich habe noch Milch und Kaffee hier und wenn du singst, dann wird diese Milch und Kaffee sauer. Ich hab ihn lieber ausgetrunken, ehe sauer wird hier. Also wie gesagt, wir wollen hoffen, dass natürlich hier richtig was zur Sache geht. Bewegen uns auf die 46 Minuten Produktion dieses Clips zu, wobei ich da schon 2 Stunden gequatscht hatte und die Hälfte davon vergessen habe aufzunehmen. Okay, man wird älter. Aber so ist das eben. Auch YouTuber werden älter. Bei Gronkh sieht man das gewaltig, ne? Also der sieht dann nochmal der frischeste aus. Hier können wir jetzt ein Zierobjekt hinbauen. Ich mach mal, guck mal gerade, wie es aussieht. Nö, ist ein bisschen schief, glaube ich. Guck mal gerade, da ist es. Nö, dann löschen wir wieder. Das machen wir später. Also wie gesagt, das soll ja auch gescheit aussehen. Wenn ich Zierobjekte, Denkmäler, Schlag mich tot oder was auch immer baue, will ich sie schön haben. Nochmal, wer es noch nicht gesehen hat, wer keine S4-Maps spielt und sieht sich die als Erster an, sei erwähnt, dass Zierobjekte den Vorteil haben, die verstärken die Kampfkraft oder die Abwehrkraft von Siedlern, die man spielt. Im Moment spiele ich die roten Siedler hier, also die rot gekleideten Römer. Und alle Gegner, die ich habe, sind alles Römer. Es gibt auch Gegner, die zum Beispiel Wikinger sind. Es gibt auch Gegner, die Maya sind. Dann gibt es ganz böse Gegner, die Dunkles Volk heißen. Und es gibt zum Beispiel auch Mapper hier, beziehungsweise Spieler, die ganz interessante Maps als Let's Plays machen. Guckt euch die mal an. Zum Teil sind die in den Kommentaren hier auch dabei, die Jungs. Die also ganz tolle Let's Plays machen mit S4. Und wenn ihr da Spaß habt, euch so was anzugucken, guckt die bitte auch bei den Jungs da an. Weil ich finde die klasse. Also da gibt es wirklich S4-Spieler dabei, die richtig geile LPs machen. Also das ist einfach nur geil, muss ich ehrlich sagen. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir greifen jetzt mit unseren Leutchen. Was meint ihr, wie viele werden das ungefähr sein? Ich schätze mal, das sind so 200 ungefähr. 220, 230. So ungefähr sieht das aus, wenn 220 da laufen. Wenn man nachher professionell die angreift. Professionell, ja, ist Quatsch. Also wenn man die richtig stabsmäßig angreift, gehört einfach dann ein Hauptmann vorne hin. Am besten noch so 5 Sanitäter um den Hauptmann platziert, weil die sind von der Geschwindigkeit, von der Laufgeschwindigkeit genauso schnell. So, ich mache jetzt. Es kann ja passieren, dass in dem Moment, wo wir jetzt hier angreifen, da unten, da oben ein Angriff kommt und wir alle diese Burgen hier jetzt sieht, hier verliert. Verlieren. Verliert, ja, ja. Verlieren. Das heißt, wo wir die Burgen verlieren, verlieren wir auch die Kasernen, die da drunter stehen. Und dann greift er nochmal an mit 500, 600 Leuten. Und dann verlieren wir auch den ganzen, ich sag mal, Abwehrtürme, die wir da aufgebaut haben. Die verlieren wir auch noch. Und dann ist die Karte gespielt, nämlich vorbei. Dann steht nämlich da, sie haben verloren. Das Programm ist höflich. Oder schreibt es, du hast verloren, das weiß ich gar nicht. Ich habe so lange nicht mehr verloren, deswegen kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Also, wie gesagt, wir greifen den jetzt an. Schlachtgetümmel kann man leider nicht hören. Ich habe nur die Musik hintergelegt. Sonst hört man ja das Kampf. Die Schwerter klirren, die Bogen, die hört man nicht. Okay, wie auch. Und aber wie gesagt, wir greifen die da oben an. Und werden einen Turm nach dem anderen, zumindest mal auf dieser Halbinsel hier, zerstören. Und dann mal gucken, was passiert. Wie gesagt, ihr entscheidet dann selber, ob ich denn links oder rechts weiter angreifen werde. Und ja. Und ihr sagt, ach ja, will ich nur gucken und alles drum und dran, werde dann mit meinen Truppen, die ich dann erstmal, ja, wahrscheinlich, ja, so 10
Quatsch, 15, 20 Minuten dann bauen, produzieren werde. Und ich werde wahrscheinlich dann mit 500, 600 Leuten dann schlagartig angreifen, um zu gucken, was passiert eigentlich da, wie viele Kasernen sind zerstört und wie produziert er danach. Kann natürlich sein, dass es wirklich da so ist, dass er einfach dann extrem viel produziert, oder es kann auch sein, dass er einfach dann, ich sag mal, mit hier, was weiß ich, 1000, das wäre ja mal wünschenswert, mit 1000 Leuten mal darunter geschossen kommt, weil ich sag mal, die Rampe, die hält schon 1000 Angreifer ohne Probleme aus, weil die gehen alle kaputt, die Angreifer. Die haben keine Chance, hier durchzukommen, ist meine Meinung. Oder? Guck mal, die Rampe hier. Oder meint ihr, dass da jemand durchkommen kann? Also die Jungs, ihr müsst zurück, das ist Quatsch, und wollt ihr dann da laufen? Die ziehe ich also jetzt mal zurück. So, also hier oben ist auch relativ pipifax leicht, die zu zerstören. Also wie schnell wir hier oben reinkamen, wundert mich. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, in der schweren Ausfertigung stehen da so 50er Kompanien Schwert- und Bogenschützen darum und verhindern, dass wir hier die Kasernen platt machen. Weil das sind ja seine Kasernen. Das ist ja nichts von dem eingenommenes Land, sondern es sind seine eigenen Kasernen, die er selber erstellt hat. Und normalerweise bewacht er die. Naja. Hier nicht. Hier rennt er weiterhin vorbei. Guck mal da. Da könnt ihr ja sehen, wie viele Leute hat er. Wie viele sind noch da, wie viele haben wir, könnt ihr schön sehen. Geht mal auf die Statistikwerte, könnt ihr immer gucken. Ne? Also wie gesagt, immer wieder das im Blick haben, wenn ihr es denn spielt. Ne? Und wenn ihr eine Frage zu dem Spiel als solches habt, jetzt schnell den Turm hier weg, jeder den einnimmt. Also wenn ihr Frage zu dem Spiel habt, schreibt mir das in die Kommentare. Gar kein Problem. Kann euch da gerne helfen. Zumindest kenne ich auch Leute, die absolute Profis sind, die das Spiel hier spielen. Und die das ausschließlich, glaube ich, sogar spielen. Oder zumindest die Siedlerreihe komplett spielen. Weil nicht nur Siedler 4 wird ja gespielt, S3 war ja auch absolut der Hype hoch 3. Und ist, glaube ich, in der Siedlerreihe das erfolgreichste Siedlerspiel, was es je gab. Das ist irre, absolut. Und das wird nach wie vor von einer sehr starken Community gespielt. Also das ist absolut irre. Also, wobei ich, wie gesagt, von der Auflösung sonstigen Sachen eben und sonstigen Einstellungsmöglichkeiten eben S4 bevorzuge, bin da nicht so der S3-Kumpel. Obwohl ich, wie gesagt, das war auch eine Phase, wo ich gespielt habe. Bevor S4 kam, habe ich auch S3 gespielt, also Siedler 3. Wunderte mich dann schlagartig, dass eben der Hersteller hier es nicht geschafft hat, Siedler 4 weiterzumachen. Und Blue Byte eben hat dann S5 und alles drum und dran, hat sich dann wahrscheinlich gedacht, wir müssen uns dem neuen Look der Games hier anschließen und hat dann versäumt, eigentlich dieses S4 im Endeffekt dann weiter auszubauen. Interessant war, wenn man so die Verpackung liest, jetzt wollen wir mal so ein bisschen bleiben, ab 12 Jahren war das Siedler 4. Das ist lustig, frag mich, wo das brutal ist, aber es floss ja kein Blut oder was auch immer. Ne? Aber wie gesagt, es war gewalttätig. Das heißt, man hat andere Völker angegriffen und hat die vernichtet. Gut, frage mich immer, was solche Games, zumindest hier solche Games hier, wo so kleine pixelige, süße, knuddelige Leutchen rumlaufen, was das mit Gewalt zu tun hat. Also tut mir leid, das hat gar nichts damit zu tun. Und also ich spiele schon so lange Games und bin so gewaltfrei. Also und kenne auch unheimlich viele Gamer, die also die brutalsten, in Anführungsstrichen, Spiele spielen, die also da keinen Touch von irgendwelchen, ich sag mal, Leuten haben, die aggressiv sind. Naja, ist Ansichtssache. Also wie gesagt, das Einzige, was ich eben nicht schön finde, wenn da irgendwelche Gewaltszenen da abgelichtet werden. Guckt euch das mal an, wie stark der geworden ist hier. Das ist absolut irre. Und ne, also wir haben hier den Unterschied. Wir fingen mal an, wie der andere auch, der gelbe, mit 400 Leuten. Und der ist platt gemacht worden. Das heißt also, da ist ein Null. Also wir stehen jetzt nur noch Maximus Optimus entgegen. Der, schon richtig mass... Bitte, Maxi? Ja, der also da eigentlich mal schnell 2000 Leute abstellen könnte und uns hier angreifen sollte, damit das Spiel ein bisschen spaßiger wird. Wenn er es nicht macht, werde ich ihn angreifen auf der linken Seite und versuchen, platt zu machen. Ja, tun wir unsere Leute mal ein bisschen zusammenziehen.
Also, wenn ihr euch fragt, was ist denn jetzt eigentlich mit dem ganzen Müll, der hier liegt? Also, Müll ist es ja nicht, sondern mit den Nahrungsmitteln, mit dem Gold, mit den Ressourcen, mit dem Minenzeug und was auch immer. Da liegen ja auch Werkzeuge rum und so weiter. Die können wir erst erreichen, wenn wir natürlich diesen Spalt, der entstanden ist, das heißt zwischen dem seinem Land und nicht dem sein Land ja nicht, sondern im Endeffekt das Land, was wir noch nicht haben, also wo es ein bisschen dunkel ist. Das müssen wir durch Pioniere oder was auch immer einnehmen oder eben einen Turm hinbauen. Und dann, wie gesagt, haben wir schlagartig dieses zur Verfügung. Und dann rennen unsere freien Leutchen, soweit sie es dann eben auch in Lager packen können oder was auch immer oder brauchen, dann da hoch und holen da Zeug rein. Im Moment will ich das noch nicht machen, weil dann sind die Deppen hier, die kleinen Roten, nur am Hin- und Herlatschen. Und der ganze Spielfluss leidet dann darunter, dass sie nur hin- und herlaufen und das Zeug da versuchen zu holen. Also, immer beachten, auch wenn dann der Gegner eingenommen ist und wäre ziemlich weit weg von euch, nicht unbedingt diese Gebiete verbinden, sodass sie da hinlaufen können, also was holen, sondern einfach vielleicht ja, Lager zu bauen oder einen schönen Hafen bauen mit dem Schiff. Hier geht's nicht, habe ich schon geguckt. Hier haben wir um unsere Insel eigentlich nur Steine. Das seht ihr jetzt schön hier um die Rampe rum. Also nur Steine, Steine, Steine. Sonst hätte ich da irgendwo einen Hafen hingebaut. Oder wenn hier so ein bisschen See ist, ein großer, kann man zum Beispiel auch einen Hafen hinbauen. Da könnte man einen Hafen hinbauen. Weiß ich nicht, ob es geht. Aber wäre eine Möglichkeit, dass wir da einen Hafen bauen. Werde ich vielleicht mal überlegen, mal gucken. Keine Ahnung. Gefahr ist immer von solchen Transportwegen, dass da eben das Spiel ab und zu mal abkackt. Ich meine abstürzt, Entschuldigung. Und das kann passieren. Keine Ahnung. Das sind dann irgendwelche, ich sag mal, Fehler im System, im Spiel, dass es da passieren kann. Nicht oft, aber wie gesagt, deswegen immer oft genug speichern. Sodass also die Gefahr nicht besteht, dass ihr euren Spielstand dann komplett nochmal spielen müsst. Wie ich das jetzt hier tue, ich muss es ja nicht, aber ich mache es extra in der schweren Version, sodass er sieht, also hier Map hin oder her oder Spaß hin oder her, es passiert, es tut sich nicht viel. Obwohl ich den jetzt wirklich bis zur Weißglut eigentlich genervt haben muss, rennt er trotzdem wie ein Bescheuerter immer noch ran, hin und her. Tja, und wenn er angreift, greift er mit 200 Leuten an, was natürlich lachhaft ist gegenüber der Rampe. Ne, und ihr guckt ja, ihr seht ja, jetzt bewegen wir uns persönlich auf 800 Dreierkrieger. Also das sind keine normalen Krieger, sondern das sind ja die stärksten Krieger, die man so zur Verfügung hat. Und das heißt also, er hat hier ganz normale Krieger da rumlatschen, die also nach zwei Bogenschüssen Treffern schon in die Knie gehen. Und wir haben natürlich Dreier, die halten schon ein bisschen mehr aus, und wenn die da oben reinfallen, dann machen die seine Leute schon relativ platt. Ja, ich spreche das mal ab, wie gesagt, und nenne das schwer, die Version, damit wir es auch wissen, was da passiert. Und ja, passieren tut eigentlich nicht viel. Wenn ihr also meint, ich müsste jetzt ihn noch links oder rechts angreifen, dann mache ich das noch. Ziehe da oben in dem Bereich, wo jetzt die anderen Leute stehen, da mal so 400 oder 500 Schwertkämpfer zusammen mit vielleicht 50 oder 60 Hauptleuten plus Sanitäter. Ja, im Endeffekt Priester brauchst du nicht. Und dann werden wir ihn versuchen, da mal richtig zu nerven und mal gucken, ob da irgendeine Reaktion erfolgt, sodass der vielleicht mal wirklich mit 1000 Leuten angreift und man das Spektakel da mal sieht. Ob es dann unbedingt reizvoller oder spaßiger oder lustiger wird, sei mal dahingestellt. Ja, ich sag schon mal in dem Moment, wo ich hier das abspeichere, tschüss. Wünsche euch viel Spaß bei eurem Gaming, egal was ihr für ein Spiel spielt. Danke den Leuten, die sich diesen Clip hier immerhin fast eine Stunde angeschaut haben, für das Interesse. Wünsche euch einen schönen Tag. Ja, sagt mir irgendwas, einen netten Kommentar freue ich mich immer, über Abo natürlich auch, logischerweise, wenn es aktiv ist, wirklich, Leute, also keine Abos bei uns machen, wenn ihr euch die Clips nicht anguckt, das ist Blödsinn, finde ich doof. Also, bis denn, euer Jan, es kommt noch ein Clip danach, den ich euch da reingestellt habe, bis dann und wünsche euch Spaß. Ciao, ciao! Ah, ja, ja.
Oh.